Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Herzlich gegrüßt sollt ihr sein heute am Dienstag, den 21. August. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Psalm 103, Vers 22. Es ist tatsächlich so, dass wir uns oft an gewisse Dinge immer wieder selber erinnern müssen, die uns aber dann auch helfen, manche Probleme in den Griff zu kriegen. Ich hatte früher das Problem, wenn ich meine Wohnungstür abgeschlossen habe und dann unten war im Hof oder auf der Straße, kamen extreme Zweifel in mir auf, ob ich jetzt wirklich zugeschlossen habe. Auf dem Rückweg kamen dann die Gedanken, den Herd, habe ich den ausgeschalten? Und so bin ich manchmal 3 bis 5 Mal wieder zurückgegangen, um diese beiden Dinge zu prüfen. Ich habe gekämpft, überlegt, wie kann ich das machen? Und ich habe es dann immer gemacht, indem ich, es klingt blöd, aber es ist so, beim Ausschalten gesagt habe, ausgeschalten, eingeschalten, ausgeschalten. Das habe ich 2, 3 Mal wiederholt, bis es auch mein Gehirn aufgenommen hat. Und dann an der Tür gesagt habe, zugeschlossen, aufgeschlossen, zugeschlossen. Und das half. Ich hatte Ruhe, ich hatte Gewissheit und wusste, die Tür ist verschlossen, der Herd ist aus. So ging es auch mit manchen anderen Dingen, wenn ich mal abends, es kommt selten vor, der Gemütlichkeit halber eine Kerze angezündet habe. Da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich hinterher die Kerze auch ausgeblasen habe. Auch da habe ich dann beim Ausblasen immer wieder gesagt, ausgeblasen. Auf diesem Weg habe ich diese ganzen kleinen Zwänge oder auch Ängste beseitigt. Und es wurde wieder fester Bestandteil, dass es einfach klar war, wenn ich es gemacht habe, dann war das klar in meinem Kopf. Manche Menschen müssten es wahrscheinlich auch mit diesem tun. Lobe den Herrn. Alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Unsere Seele ist heute nicht mehr so eingerichtet, dass sie Gott lobt und dankt. Unsere Seele ist eingerichtet, dass sie krank wird. Psychische Erkrankungen sagt man auch dazu. Neurosen, Psychosen, all diese Dinge. Und die Seele wird krank darunter, dass man am Schluss nicht mehr weiß, keine Sicherheit mehr hat. Und da gibt es dann wirklich nur die einzige Chance, seine Seele daran zu erinnern, lobe den Herrn. Loben, hat meine Oma immer gesagt, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Wenn deine Seele schwach wird, krank wird, du Störungen empfindest, dann beginne Gott zu loben. Lobe den Herrn, denn er liebt dich. Lobe den Herrn, er vertreibt alle Finsternis, alle Schatten, die dein Leben bedecken möchten. Lobe Gott über all seine Werke. Lobe Gott über alles, was er tut in deinem Leben.
danke ihm dafür, dass er so viel Geduld mit dir hat und dich annimmt und dich nicht vertreibt, dir die Gnade schenkt, die Hand reicht, in der Apostelgeschichte gibt es die Geschichte von Paulus und Silas, oder Petrus, mit den Namen habe ich es immer nicht so. Paulus und Silas, die wurden in den Kerker geworfen, im tiefsten Loch. Sie wurden in den Stock gespannt, sie waren ausgepeitscht und sie fingen an, diese Psalmen zu singen. Laut Hals lobten sie Gott, lobe den Herrn meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was sie dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt. Und er durfte die Wahrheit erkennen und erfahren, Lobpreis vertreibt das Böse. Plötzlich kam ein Erdbeben, alle Türen gingen auf, der Stock sprang auf und sie kamen frei. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Dort, wo du beginnst, einen Lobpreis zu singen, wirst du frei von den Ketten und Fesseln der Finsternis. Wird Gott dich umgeben mit Kraft und Gnade. Und er wird dich frei machen. Und er gibt dir auch den Auftrag, hinzugehen und zu Jüngern zu machen, alle Völker. Gott hat uns berufen. Durch den Lobpreis werden wir das Ziel erreichen. Durch den Lobpreis werden wir in Gottes Reich groß werden. Lobpreis ehrt den Vater für alles, was er in unserem Leben getan hat. Stimmt mit ein. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.